Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 116 und ihr seht noch gar nichts. Nein, doch, da sind wir. Wir haben hier einen kleinen Brunnen und einen Vogel, der uns besucht, jetzt abhaut. Ja, eine Wasserentnahmestelle. So simpel ist es. Ist einfach mal schön in Brunnenform. Ne? Schön mit verschiedenen Steinen zusammengeklöppelt sozusagen. So einfach ist es. Da gibt es Wasser. Zeige ich euch natürlich auch sofort im Shop. Wir werden mal versuchen, nichts zu vergessen. Da seht ihr es selber, kostet 5 am Tag und hier kann man das Ganze auffüllen. So einfach ist es. Wenn ich jetzt draufdrücken würde, ne? Ja. Könnte ich ihn hier platzieren. Haben wir aber schon getan. So simpel ist es. So, gut, dann wollen wir mal loslegen. Ja, wir fangen an mit einem Mähwerk. Neva R8 von BCS, da steht es auch drauf. Seht selber schon, texturenmäßig sehr schön gemacht. Alles im neuen Stil. Ja, ne, wir klappen es auseinander. 3,50 Meter Arbeitsbreite das Ganze. Ich lasse das Ganze auch mal runter und ich mache das Ganze auch mal an. Und dann werde ich hier mal in Windeseile mal eine Bahn mähen oder zwei. So. Drehe ich mal und mache hier noch eine zweite Bahn nehmen. Warum ich das mache, ist gleich ganz einfach zu sehen, weil wir haben noch einen Schwader hier im Test mit dabei. Mal gucken, ob er den Hückel da gut überlebt oder nicht. Aber ihr seht schon mal, das Ganze funktioniert. Was will man mehr? Ne? Wir fahren zur Seite. So. Dann steige ich hier mal eine Runde aus und zeige euch das Ganze mal im Shop. So. Mähtechnik, da haben wir schon. Sorry für den Räusperer. Da seht ihr es, BCS Neva R8. 90 PS braucht er. 12.100 kostet er. Damit ist er eigentlich relativ günstig. Ne? Und hat 3,50 Meter Arbeitsbreite gegenüber dem Pöttinger mit 3,10 Meter. Also, wenn man jetzt reinweg nur einen Frontmäher sucht, ist das natürlich eine schöne Geschichte. Oh, Moment, ich hätte mal gucken können. Hätte man noch Einstellungen machen können. Wie schon, ne, hatte. Aber da seht ihr es nochmal. Wie gesagt, texturenmäßig sehr gelungen. Finde ich schon ein sehr schönes Gerät, muss ich sagen. Ne, seht ihr jetzt hier auch nochmal. Das sieht echt gut aus. So, gut. Wir kommen zum nächsten Gerät. Hier steht das gute Stück nämlich schon. Nicht der Traktor, sondern hier haben wir das gute Stück. Massey Ferguson Quattro ist das Zauberwort. Ich glaube, ich habe den anderen Traktor zu dicht dran stehen lassen. Ich glaube, die werden sich so nicht mögen. Dann fahren wir ihn mal eine Runde zur Seite. So, kann eine Runde auf den Bus warten. Das ist auch mal was. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der kleinen Ecke überhaupt funktioniert, weil der Schwadro ist ja nicht klein. Ne, hier sieht es auch noch mal dran stehen. 2019 steht auch mit hinten drauf. Und da sehen wir das gute Stück sich auseinanderklappen. 6 Dreheinheiten dabei. Und er mag den Hügel nicht so hier. Dann wird er auch das da drüben gleich nicht mögen. So, ich lasse ihn trotzdem mal runter und ich mache ihn trotzdem mal an. Nein. Ich lasse ihn trotzdem mal runter. So. Ich mache ihn trotzdem mal an. So geht das. Ja, er wird den Hügel jetzt hier nicht so mögen, aber hier vorne wird es ein bisschen flacher. Und da seht ihr auch schon, es funktioniert. Selbst auf dem Hügel hat das jetzt hier mitgenommen und er hat uns hier eine schöne Schwarte draus gemacht. Also finde ich schon ein sehr schönes Gerät. Ne? Macht was her. So, gut. Ja, wenn ich jetzt hier aussteige, dann würde ich sagen, bleibt eh alles stehen, oder? Ja, er wird langsamer, aber hier seht ihr auch selber schön. Texturenmäßig alles vernünftig. Zeige ich euch natürlich auch noch im kurzen Shop. Schwader, hier hinten haben wir es. Schwader Massey Ferguson 2019. Ne? Da seht ihr, bei wem es gemacht ist. Bob 5160. Kostet in Anführungsstrichen nur 15.000. Was ein Schnäppchen, Entschuldigung, bei 18 Meter Arbeitsbreite. Ne?
So, gut, ich laufe eine Runde hoch und wir sind bei der ersten Mod von Forbidden Mods selbst wieder mal. Tiertransport sieht sehr exquisit und exklusiv aus und kann exakt ein Tier jeder Sorte transportieren, außer Hühner logischerweise. Es passt ein Pferd, ein Schwein, eine Kuh und ein Schaf da rein. Das ist der ganze Trick, das ist sozusagen die Oldschool-Variante. Schön finde ich, wenn man das Ganze abkoppelt und ankoppelt. Seht ihr jetzt unten, ja, das zeige ich euch vorher so. Man sieht ja hier unten da die kleine Leiste. Seht ihr ganz unten? Da. Die Leiste, wo es der Mittelpunkt drauf geht gerade. Ne, diese Leiste ist, wenn ich abkuppel, wird die weggenommen und wird zum Ständer, wo das Ganze draufsteht. Finde ich sehr cool. Echt super stabil und ich will auch nicht unbedingt jetzt ein Tier da drin haben, aber es geht, wie man sieht. So, okay, ja, wir laufen eine Runde weiter und wir kommen dann zu einem Sprühaufsatz. Vorher zeige ich euch natürlich, hatte ich das vergessen natürlich, unter Tiertransport nochmal drauf. Der kostet natürlich auch nichts, kostet 500. Hier seht ihr auch 11111 und man kann hier Standard oder Design Tiertransport machen. Das Schild an der Seite drauf kostet 30 Euro extra. Oldschool Farming. So. Ja, das hier ist ein Sprayer-Aufsatz. Jetzt fragt ihr, warum liegt der hier so komisch auf dem Boden? Und warum hat er sonst hier nichts zu sehen? Ja, ist ganz einfach. Das ist ein Sprayer-Aufsatz, das seht ihr es. Für die Erweiterung hier, das ist für unsere guten Haken-Jungs sozusagen. Wird auch IT-Runner-mäßig wohl funktionieren, aber wir haben auch diese Hooklift-Geschichten noch gehabt vor ein paar Tagen und damit ist das hier die Sprayer-Erweiterung. Läuft markentechnisch unter John Deere in dem Fall, hat auch verschiedenste Möglichkeiten, um es farblich noch zu gestalten, wenn ich mich nicht täusche. Da sind wir richtig. Da seht ihr es, Hooklift Sprayer, ne? Steht auch Hooklift extra dabei. 168.283. Kein Schnäppchen, aber man muss bedenken, 28.000 Liter kann beides bei 36 Meter Arbeitsbreite. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Brummer. Ne? Hier seht ihr jetzt die Variante genauso, wie sie da steht. Man kann die Hauptfarben natürlich auch ändern und Sachen in Stainless Steel oder sowas da hinkriegen. Ich kann einfach mal noch einen dazu kaufen. Jetzt habe ich den in Stainless Steel gekauft. Gucken, ob man das hier sieht. Wirkt ein bisschen matter, das ist auch schon alles, ne? So, ja, ich muss mal hier, damit die gleich nicht im Weg sind, die Sache eben kurz zwischendurch wegverkaufen hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige war oder der andere. Es war der andere natürlich. So. Schon ist auch nicht mehr im Weg und schon ist er da nicht mehr zu sehen, aber ihr habt ihn ja schon gesehen. So, dann kommen wir zu diesem guten Set. Ja, es ist ein Set, ne? Silpi Energie, ne, das ist ein Transportsystem umgebaut, sag ich mal so. Mit passenden LKW, mit den passenden Beschriftungen und sowas dazu. Zeige ich euch mal ganz einfach. Das ist der LKW dazu, da kann man die Beschriftung dementsprechend dann wählen. Man kann die Reifen dementsprechend wählen und man kann auch die Farbe dementsprechend noch ändern. Hier der LKW hat die Schrift selber immer drauf. Die Varianten, die es anders drauf haben, sind die Hängersysteme hier. Da können wir die Hauptfarbe dementsprechend ändern, wie wir es wollen. Können wir ohne, mit Beschriftung nehmen und wir sehen selber, ne, er ist halt System, um jetzt Gärreste und Gülle zu transportieren. Genau wie das gute Stück hier auch. Ne, auch hier können wir die Variante dann umändern und auch hier können wir Reifen einstellen. Das ist halt einfach nur eine Umsetzung, sage ich mal so. Ja, das passt natürlich gerade nicht so dazu, aber das passt auch gut dazu. Na, so könnte man das dementsprechend dann zusammenstellen und dann hat man halt die Variante jetzt als Gülletransporter, als Güllezubringer. So, ja, ich würde sagen, wir kommen gleich eine Runde weiter und laufen hier mal zu den guten Connor-Sachen rüber. Das sind Conner 1100er und zwar ja, ne? Güllefässer. Kaum zu erkennen, doch nein, sind natürlich welche. Gibt es in den verschiedensten Farbkombinationen.
Ne, Beleuchtung dementsprechend, alles ist dran. Texturen sehen aktuell aus oder aktueller aus. Nicht viel weiter zu zeigen, so simpel ist es halt, wie es bei meinem Güllefass so ist. Ich werde jetzt hier, da wir schon Güllezubringer hatten, deswegen fand ich halt die Gülle-Geschichte jetzt gerade passend dazu. So, hier sehen wir die Connor-Variante und warum ich zwei genommen habe. Wir haben hier einmal die Variante, dass wir das Connor-Schild verwenden können. Wir können hier noch Reifen dementsprechend variieren und wir können hier die Hauptfarbe wählen. Ne, je nachdem, wie wir es denn gerne haben wollen. Auch eine Felgenfarbe, so wie wir es haben wollen, so wie es aussehen soll. Und die zweite Variante, technisch sind die beide gleich, 50 Liter, 50 PS und 4.983 Liter bei 8 Meter Arbeitsbreite. Und dass das Ganze galvanisiert, da ist dann halt nur noch die Felgenfarbe zu wählen, wie ihr es haben wollt. Und da sieht man das von der Oberfläche halt dann auch. Ne? So, hier nochmal ran. So. Mit Rundumleuchte hinten noch dran, so wie es sein soll. So, dann haben wir hier ein Kaweco, auch ein Güllefass. Schön im Standardgrau, so, ne? Schönes Kaweco-Schild an der Seite drauf. Auch hier ist natürlich nicht super viel zu zeigen, es ist halt ein Güllefass, ne? Und deswegen gehe ich auch mal gleich ins Volle. Das dürfte hier in der Reihe das letzte sein, da haben wir schon. 12.500 Liter, 110 PS. Das ist natürlich schon eine ordentliche Größe. 10,40 Meter Arbeitsbreite. Ne? Einstellmöglichkeiten ist die Felgenfarbe. Da können wir auch Pink nehmen, wenn wir wollen. Und wir können die Reifen dementsprechend hier noch variieren. Ihr seht auch hier, zeige ich nochmal, habe ich die etwas dickeren Reifen auch genommen in dem Fall. So, wenn man das jetzt vergleicht, 25.000, was kriegen wir sonst für 25.000? Ne? Hier die 8000 Liter Variante mit 9 Meter Arbeitsbreite. Also liegt unser gutes Kaweco hier sehr, sehr gut im Rennen. Kann man nicht anders sagen. Und sieht auch so ganz ordentlich aus, muss man sagen. Man sieht schön die Spiegelung drinne. So soll es sein. So. Dann, hier hatten wir alles, glaube ich. Ja, das eine hatte ich ja verkauft, sozusagen wieder, damit wir Sicht haben. Dann kommen wir noch einmal hier um die Ecke. Und der Traktor ist natürlich viel zu klein eigentlich für das Gute. Ich kümpfe mal ab, ihr seht selber, es ist das Saphir GE601. So, ein grober 6 Meter Arbeitsbreite. Ich zeige ihn jetzt einfach mal zuerst im Shop. Mal ganz was Verrücktes. Dann vergesse ich die wahrscheinlich auch nicht. Da haben wir es. 140 PS benötigt das, 6 Meter Arbeitsbreite. Und ja, ne, das ist das passende Gewicht dazu, ist ein 1500er. Und kostet 13.900 und ist auch so nicht viel dran einzustellen oder zu machen. Sieht ordentlich aus. Können wir texturenmäßig vorher auch nochmal gucken. Seht ihr selber, da ist alles ordentlich und dran und das wirkt durchsichtig und Schilderchen sind dran, alles so wie es sein soll. Deswegen falten wir das Ganze jetzt mal auseinander. Das klappt sich in Anführungsstrichen einfach nur runter. Ja, und dann setzen wir es nach unten und dann fahren wir los. Und er tut seine Arbeit, ne? Also finde ich dementsprechend, da fängt es auch schon an, rumzustauben. Finde ich schon eine schöne Geschichte und ja, funktioniert. Was immer mehr. Und man sieht auch, die Stange hier am Schluss ist natürlich genau auch dann die Breite, dass man halt nirgends irgendwo mit reinhakt sozusagen. Und auch die Bremsleuchten habt ihr kurz blinken sehen, auch die funktionieren. Genau wie ich den Blinker anmache, dann seht ihr auch, das blinkt und das reflektiert sogar. So, gut, ja, damit dürften wir eigentlich alles haben. Wir haben den Schwader gezeigt, das Mähwerk gezeigt, den Brunnen gezeigt, das gezeigt, der Sprayer ist weg und wir haben die anderen freundlichen Sachen hier auch. Ja, dann war es das soweit schon, so schnell geht's. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis morgen dann.